Ich habe mich gefragt, was bedingungsloses Vertrauen ist. Und ich wollte dich gerne fragen, ob das Gegenteil von diesem bedingungslosen Vertrauen Widerstand ist. Ich hatte gerade den Fall einer Schülerin, die hatte kein Vertrauen mehr in den Lehrer, aber hatte großes Vertrauen in das Ich. Das kommt dann beispielsweise in dem Satz zum Tragen: Ich kann nur mir selbst vertrauen. Das ist ein Satz, der wahrlich gut klingt. Und es ist der Satz eines jemand, der noch nicht wirklich den inneren Weg geht. Bedingungsloses Vertrauen wird auch von dir noch falsch verstanden. Wir haben alle bedingungsloses Vertrauen. Jeder Mensch hat in gewisser Weise bedingungsloses Vertrauen. Nur leider in das Falsche. Die Aufgabe besteht in gewisser Weise nicht darin, bedingungsloses Vertrauen zu entwickeln, sondern die Unterscheidungskraft zu entwickeln, die in der Lage ist, als Konsequenz das Vertrauen dem zu schenken, was jenseits der persönlichen Welt des Geistes ist, das sehen zu können, was von dort lehrt, ist, spricht, hört, wahrnimmt. Bedingungsloses Vertrauen ist eigentlich der Begriff eines Vertrauenszustandes, in dem das Vertrauen nicht mehr geteilt ist, geteilt in verschiedene Richtungen, geheftet an verschiedenen Orten. Gespalten. Dieses gespaltene Vertrauen das in mehrere Richtungen zieht ist in gewisser Weise auch bedingungslos. Bedingungslos in dem Sinne, dass es vollständig ist. Es ist einfach nur gespalten. Ein Teil von Vertrauen geht in das Misstrauen, ein anderer Teil in das Vertrauen. Ein Teil des Vertrauens geht in den Geist, ein anderer Teil in die Seele. Das ist Spaltung des Vertrauens. Und um diese Spaltung aufzuheben, damit diese Spaltung aufgehoben werden kann, braucht es sehr viel. Es braucht Unterscheidungskraft.
Unterscheidungskraft braucht die Öffnung des inneren Auges. Widerstand, das, was du Widerstand nennst, ist vermutlich ein Ausdruck so einer Spaltung, wo jemand ein Teil des Vertrauens noch in das eine investiert, beispielsweise in den Weg der Selbstbehauptung, und nur ein Teil des Vertrauens in den Weg der Selbstverwirklichung. Dass diese Aufspaltung des Vertrauens nicht gerade fruchtbar ist und dass die Erträge entsprechend ärmlich sind, kannst du dir nicht nur denken, sondern auch erfahren. Die Erträge des Vertrauens können nur dann vollständig sein, wenn das Vertrauen durch Unterscheidungskraft, durch das Sehen des inneren Auges, in das wahre, Gute und Schöne investiert werden kann. Nicht in das, wie das wahre und Gute, Schöne scheint. Alle Schüler des Weges ringen um eben die Kultivierung dieser Unterscheidungskraft. Und so mancher verlässt den Weg, bevor er sie erlangt hat. Wir wissen das. Also die Frage, die bleibt, ist eigentlich, wo, in was investierst du denn Vertrauen? Es ein Teil gibt, den du mit Widerstand benennst, könnte es sein, dass das genau der gleiche Teil ist, den Petra zum Ausdruck gebracht hat. Ich will unbewusst sein, ich habe ein Recht auf Unbewusstheit. Ich habe ein Recht, dagegen zu sein. Ich habe ein Recht, gegen das zu sein, was ist. Das Recht hast du, ohne Frage. Aber ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum du hier bist. Also, was ist jetzt dein gutes Recht, das du in Anspruch nehmen möchtest? Einverstanden zu sein. Wirklich einverstanden zu sein, heißt auch zu sterben. Weißt du das?
Ich weiß noch nicht, ob ich es weiß, aber ich schmecke schon den bittersüßen Geschmack. Bitter und süß, das sind die beiden Geschmacksrichtungen eines jeden Transformationsprozesses.